Sitze da mit dem Reto von Nein. Erzähl doch mir mal, was du machst bei Nein. Ich bin bei den Nein für die Informationssicherheit verantwortlich und für die Qualitätssicherung. Zum Thema Sicherheit gehört ja auch Authentisierung. Da arbeiten wir mit einem Single Sign-On. Kannst du da etwas dazu erzählen? Single Sign-On, für die, die das nicht wissen, muss ich vielleicht noch kurz erklären. Das ist, dass man sich nur einmal muss anmelden bei einer Applikation oder an einer Stelle muss anmelden und dann bei jeder Applikation schon eingeloggt ist und sich nicht an jeder Applikation separat muss anmelden. Bei den Nein haben wir da im Moment noch eine interne Lösung, wo wir einfach nur die internen Produkte dort angehängt haben. Und da sind wir jetzt gerade am Ablösen, dass wir dort ein neues Produkt einsetzen können, wo wir dann eben wieder alle Applikationen anhängen können. Und was haben Sie da im Auge, was Sie da verwenden? Da haben wir den Keycloak ist auch gefasst, weil das ist halt eine schöne Open-Source-Software-Lösung, die für uns eigentlich wunderbar passt. Das ist natürlich sehr cool, dass es Open Source ist. Wir setzen ja einen Haufen auf Open Source Software. Wie sieht es das aus, wenn man da noch Cloud-Applikationen hat oder selber irgendwie einen Kubernetes-Cluster hat von uns und da will irgendwie seine Authentisierung anbinden, wenn das Kunden wollen? Wie macht man das? Das ist durchaus möglich. Da kommt man dann eine eigene Keycloak-Instanz über, wo dann an sein eigenes Active Directory angekoppelt ist. Und dann kann man seine Applikationen dann dorthin auch mit Single Sign-On betreiben. Okay, cool. Ja, danke für die Insights. Gern.